So, wir schauen mal, was wir hier jetzt an dem Motorrad so ein bisschen rumschrauben können. Wir haben ja ein bisschen Geld gesammelt. Und die Frage ist natürlich auch, ich meine jetzt, okay, so ein Steuergerät, nicht zu teuer. Immer so eine Sache, was ist hier immer so der Unterschied zwischen den beiden? Würde ich mal sagen, hat sich an sich auch groß gar nichts verändert. Wir sind noch bei 120. Das Steuergerät macht jetzt natürlich keinen optischen Unterschied. Ich bin dann eben mal gespannt bei anderen Sachen. Den Luftfilter zum Beispiel könnten wir eigentlich ja sehen. Aber nun gut. Hat es hier nicht genommen. Zylinderkopf. Kann man nicht sehen, oder? oh, die sind noch ein bisschen teuer. Hier geht es auch mal hier von 120 auf 123, was hoch, aber wow, 5000. Aber da geht dann halt was, gell? So, Hochleistungsöl, alles klar. Aber eigentlich sehe ich hier keinen Unterschied. Ja, aber die, ah, komm, die 80 hier, was? Schon mal auf Nein immer so direkt eingestellt. So, Auspuff. Jetzt bin ich mal gespannt. Hier sieht es natürlich jetzt mal nach was aus. Nach was anderem. Ich finde, der hier, der sieht nicht schön aus. Der ist so... Guck mal, dieses fette Teil und dieses kleine Loch. Und so ein riesen Dödel. Ja, vielleicht habe ich gerade was falsch gesagt, aber egal. Ja. Okay, wir gucken erstmal so ein bisschen auf die Leistungen. Eigentlich wäre hier der Arrow Complete Titanium wäre eigentlich der beste. So ein bisschen kleiner, ein fettes Loch ist eigentlich ganz geil. Krapovic ist halt natürlich so, keine Ahnung, so meistens die Marke. Wobei, ich finde es so ein bisschen kleiner, dezenter, finde ich fast besser. Der sieht von hinten jetzt nicht so toll aus. Gehen wir jetzt nicht von der Leistung aus, sondern wirklich hier einfach mal so vom Optischen. Sieht der für mich sogar eigentlich auch am besten aus. Oh, 3000. Okay. Das habe ich zu spät gesehen. Reibungsreduktion. Ja, da wo ein bisschen was geht, gell, da kostet es ganz schön. So, hier Rennkolben, also die kosten halt auch wieder alles so. Eigentlich wollte ich auch so ein bisschen erstmal so vielleicht ein bisschen optisch schauen. Hier sind immer nur so kleine Änderungen oder so, oder manchmal ein bisschen größer. Hier passiert natürlich auch nicht viel, aber so weit hoch bekommen wir den gar nicht, oder? Es sind immer nur so ein, zwei Punkte. Okay, wir gehen mal hier Getriebe, aber Getriebe ist halt natürlich, ja, Kette vielleicht. Oh, von der Seite sieht man hier auch nicht viel. Ja, 50. Das kann man gerade noch so entbehren. Ansonsten hier Erscheinung. Bremsen, Federung. Hier natürlich. Ja, wobei das jetzt von Optik her natürlich jetzt finde ich jetzt nicht so das fette Ding sein soll. Wir gucken mal hier bei Erscheinung. Die Spiegel. Ich weiß nicht, diese Standardspiegel, das sind immer so Riesenklotz, hässliche Dinge meistens. War bei meinem Motorrad so, bei dem ja auch. Guck mal hier, hebt ja gleich ab das Teil. So, ich glaube, erlässt mal beim Ride 2 habe ich, glaube, immer dieselben genommen. Ich glaube, das waren sogar fast die hier, so klein, dezent. Wobei, die sehen eigentlich auch ganz cool aus. Die habe ich, glaube, auch mal genommen. So, kostet auch gar nicht so viel. Gibt es noch in verschiedenen Farben. Hier noch so ein bisschen. Alter. Also bei so einem alten Motorrad vielleicht, aber irgendwie hat es auch so so einen mega langen Hals. Nennt man das Hals? Ich weiß es nicht. So, an den Spiegeln an sich hat sich nicht viel geändert. Sollen wir so eine Rennversion machen ohne Spiegel? Nee, komm, wir machen hier diese kleinen rein. Weil die sind ja schon mal ein bisschen besser. Gelb, eigentlich passt es fast sogar. Wenn man sich hier überlegt, so gerade an der Position, wo die sind. Aber die gibt es halt entweder nur in schwarz oder in weiß. Könnte fast hier mit dem Repsol hier passen, aber nee, immer schwarz.
So, schon mal besser. Bedeutend besser. Bisschen schnittiger, sieht ein bisschen moderner aus. Brems- und Kupplungshebel sind hier von Silber, gell? Ich habe gedacht, in der Spiegelung vielleicht auch ein bisschen dunkler. Benutzer definiert. Kann ich dann einfach eine Farbe einstellen oder so, oder? Ach, okay. Und jetzt? Kann ich die... Ah, okay. Dann muss man hier rausgehen und dann kann man hier die Farbe einstellen. Das ist die Frage zum Beispiel, das wäre eigentlich auch gar nicht so schlecht, so ein bisschen mit diesem gelb-orangenen... Ja, orange, gell? Also... Ich sehe es gerade so auf meinen zwei Bildschirmen, die sind ein bisschen anders eingestellt. Ich finde auf meinem Bildschirm, wo ich zocke, sieht es eher... Sogar das ganze Motorrad eher so gelblich aus. Aber wenn ich hier auf meinem zweiten Bildschirm schaue, wo die Aufnahme läuft, das ist schon orange. Ist die Frage, soll ich hier orange nehmen oder eben so klassisch schwarz? Wird auch fast schon hier so was nehmen. Kommt das ganz gut ran? Also es kann jetzt sein, ja, der eine Bildschirm ist jetzt vielleicht gerade... Vor allem hier, weil das Licht vielleicht so ein bisschen reinfällt. Weil ich nicht so optimal mit den Farben bremsen. Achso, bremsen. Ich war gerade bei den Bremsscheiben. Dreifachklammer. Ja, das reißt jetzt hier raus. Alles klar. Die Griffe... Ja, die Griffe ist halt auch so eine Sache. An sich übersieht sie eigentlich kaum. Eigentlich... Ich blöd gesagt, ein bisschen rausgeschmissenes Geld. Also ich meine so in einem Spiel, jetzt bei einem echten Motorrad vielleicht nicht unbedingt. Aber das wegmachen, das ist auch so ein Riesenteil. So, jetzt machen wir, jetzt haben wir die Blinker weggemacht. Den Spiegel lassen wir dran. Alles klar. Ja. Okay, wir sind schon einige Zeit da. Die Frage ist jetzt, soll ich jetzt... Oh, Räder. Soll ich jetzt eben noch ein bisschen was in Leistung reinstecken? Oder weil die Frage ist halt auch, wir haben nur noch 3 Rennen. Wie es dann eben aussieht, weil wir müssen, glaube ich, vor den nächsten Rennen dann auch ein anderes Bike kaufen. Aber wir gewinnen auch eins. Und das ist ein älteres und dann können wir, glaube ich, zu den Ikonen reingehen. So, jetzt habe ich ja Felgen. Ich glaube, ich habe damals auch immer dieselbe Felge genommen. Ich finde so dieses leicht geschwungene sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Wobei ich halt selber auch so ein bisschen sag, ich finde es bei Motorrädern, die Felgen sind jetzt nicht so das großartig Wichtigste. Hier geht es noch ein bisschen um Gewicht oder so. Warte mal, der ist relativ leicht, der gefällt mir jetzt aber nicht so. Ich finde halt so, durch die Bremsscheiben sieht man natürlich jetzt... Die Felgen ist auch gar nicht so großartig. Ich habe so ein bisschen geschaut wegen Gewicht so ein bisschen, aber... Machen wir mal den hier. Oh, auch so viel. So, die Reifen. Ja, ist natürlich auch interessant. Wir haben jetzt hier Fahrverhalten 5,7 bei 125 Leistungspunkte. Hier geht es auf 5,8 hoch. Hier geht es auf 5,9 hoch. Wir sind immer noch bei 125 Leistungspunkte. Und hier geht es auf 126 hoch. Ah, okay, wenn man schaut, den Balken da, der geht minimal, aber die 5,9 bleibt noch. Okay, ja, machen wir mal. Oh, zu viel. Okay, und dann würde ich mal sagen, kommen wir vom Prasten jetzt einfach noch das Geld so ein bisschen. Wo habe ich eigentlich aufgehört? Auspuff haben wir gemacht, die Reibungsreduktion haben wir gemacht, Beschleunigung. Hier ist auch... Topspeed geht noch ein bisschen nach oben. Habe ich überhaupt so viel Geld? Okay. So, die Kolben. 2,5. Hier geht auch noch Beschleunigung, Topspeed ein bisschen hoch. So, hier geht's auch hoch, aber ich habe nicht mehr so viel Geld. Ja, dann war es so mal ein kleiner Tuning-Park. Ich habe jetzt mal auch so ein bisschen alles so ein bisschen gezeigt. Wir haben nicht alles eingebaut, aber... Ach, hier steht's auch immer drin, die aktuelle Ausrüstung rechts. Okay, ja, dann würde ich mal sagen...
ja, beim nächsten Part, wir haben ja kaum mehr Geld, geht's wieder auf die Rennstrecke, ein bisschen Kohle sammeln und bis dahin wieder schauen und reingehauen.